Aber jetzt müssen wir den Schnackler erst einmal ausgrunden. Also, erst einmal alles darüber. Habe Diri, einige von euch schreiben es immer in die Kommentare, dass bei mir in die Werkstätten überall sauber zusammengeräumt ist. Heute haben wir mal in dem dunkelsten Loch vom Vespobäder, da ist nämlich nur Graffi herin, bis auf eins, und das ist das Schätzchen. Ich habe es im letzten Video schon angekündigt, ein bisschen Blech, ein bisschen Lack und fertig ist der Hanomag. Um den soll es heute gehen, das ist ein Hanomag R16. Ich verzeihe aber jetzt gar nicht viel drüber, ich schaue jetzt, ob er anspringt. Vorher muss ich aber vorn rechts und hinten links ein bisschen Luft in die Reifen reinpumpen, weil die haben ein wenig lustlos oder luftlos. Und dann schauen wir mal, ob ein Schnauferer tut. Schauen wir mal, ob da überhaupt was reingeht. Oh ja. Und die haben ja super beieinander. Dunlop, made in Germany. 1852. Ich hoffe, dass das nicht das Baujahr ist von dem Reifen. Eine Totnummer brauche ich da gar nicht suchen auf dem. Ich glaube, ich lasse gut sein, nicht dass er noch zerreißt. Der da vorne, oh weh, der ist komplett platt. Ja. Schauen wir mal, wie lange das drin bleibt. Zwei Bar. Jetzt hole ich eine Batterie und Überbrückungskabel und dann geht's los. Machen wir mal sehen. Und da gute Masse. Irgendwo direkt beim Anlassen, da am besten. Ne? So, schauen wir mal, ob es überhaupt noch dreht. Ein bisschen vorkleben müssen wir auch. Jetzt mal kurz das. Gang ist rass. Ein bisschen vorkleben den man schon. Rauchen tut er schon mal. Also, Feuer frei.
Da hinten erkennt man es ein bisschen. Da ist der Block nämlich geschweißt worden. Ist von einer Firma gemacht worden. Also das ist eine richtig gute Arbeit gewesen damals. Da ist der Block geschweißt worden. Der hat neue Kolben, neue Bixen, neue Bläulager. Da ist eigentlich alles neu gemacht worden. Die Einspritzpumpen ist damals überholt worden. Und darum läuft der auch so gut. Was den Motor angeht, ist der Bulldog also in einem super Zustand. Bloß was die restliche Technik und die Optik angeht, fällt es halt noch ein bisschen. Mein Vater ist da irgendwie nie richtig dazugekommen. Ich möchte es aber jetzt in die Hand nehmen. Ich möchte ihn jetzt nicht restaurieren. Ich möchte ihn bloß wieder zusammenbauen, sodass er wieder funktioniert. Weil wir ja in unserem Acker oben heuer Kartoffeln legen und das sollte er machen. Ich werde es jetzt so machen, dass ich den Hanomag jetzt da nochmal rausfahre, weil ich den Teils unten in die Halle unterstellen möchte. Einfach, dass ich darin ein bisschen mehr Platz habe. Dann werde ich die ganzen Teile von dem Hanomag einmal zusammensuchen. Und dann machen wir miteinander Bestandsaufnahme und schauen, ob auch wirklich alle Teile dabei sind. Ich habe jetzt einmal alle Teile, die wo ich von dem Hanomag gefunden habe, da hergelegt und habe eine kleine Bestandsaufnahme gemacht. Es müsste eigentlich alles ziemlich dabei sein. Da ist das Luftleitblech für den Kühler. Da ist ein bisschen Gruschzeug drin. Da ist das ganze Zeug von der Heckhydraulik. Denn ja, der Bulldog hat schon eine Heckhydraulik. Der ist nämlich Baujahr 55 und 1955 hat schon eine Heckhydraulik gegeben. Da liegt er da, die Hydraulikpumpen. Die wird vorn mit einem Motor mit angeflanscht und mit einem Keilriemer an drin. Daneben liegt der Hydrauliköltank. Da die ganze Hydraulikleitung. Überrollbügel, Seitenbleche, die hat der Vater irgendwann einmal mit dazu gekauft, weil da waren keine dabei. Da vorne steht die Motorhaube, die war vorher schon drauf, die hat der Vater nämlich auch dazu gekauft. Das ist die originale Motorhaube, die haben sie da leider abgeschnitten, weil, das sieht man da in der Betriebsanleitung, das ist ein Nachdruck, die haben wir mit dazu gekriegt einmal. Das sieht man da ganz schön. So steht der Bulldog jetzt da, aber der Bulldog war früher mit so einem Verdeck. Die hat da vorne nämlich dann so eine Stirnwand. Die Stirnwand liegt noch oben am Lager, die möchte ich jetzt eigentlich nicht verbauen. Und wegen der Stirnwand haben sie da vorne die Motorhaube abgeschnitten. Normalerweise steht die Motorhaube da hinten ein wenig über. Aber die Motorhaube, die wo der Vater da gebraucht zugekauft hat, die hat ein anderes Hanomag-Blau, wie das, wo der Bulldog original gehabt hat. Und das ist einfach die originale Haube. Ich werde versuchen, dass ich die Haube übernehme. Ich weiß nicht, vielleicht schweiße ich da hinten selber was drauf. Oder ich schneide das von der Motorhaube weg und schweiße das an die hin. Wobei das aber eigentlich ein Sinn ist, ein Originalteil zum Zusammenschnipseln und da hin zum Stickeln. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache, aber das ergibt sich dann schon. Jetzt werde ich mich aber erst einmal um die Heckhydraulik kümmern und die zusammenbauen, weil das ist das Wichtigste, was wir brauchen fürs Kartoffellegen. Da muss nämlich der Häufler und der Kartoffellecher, oder zuerst der Kartoffellecher und dann der Häufler hin. Wenn das nicht funktioniert, dann scheitert das ganze Projekt Kartoffellegen mit dem Hanomag. Die Hydraulikpumpen habe ich jetzt schon mal hingeschraubt. Die wird da einfach mit zwei Schrauben da drauf geschraubt auf den Block von der Einspritzpumpen. Jetzt möchte ich da das Luftleitblech von dem Lüfter an den Kühler hinschrauben. Da habe ich aber gemerkt, dass ich da nicht durchkomme, weil das da so eng ist. Darum habe ich jetzt da oben den Kühler weggeschraubt, habe da unten einen Schlauch gemacht und lasse jetzt da gerade das Kühlwasser da unten rauslaufen, dass ich den Kühler unten auch noch wegziehen kann. Und dann kann ich da das Luftleitblech reinschrauben. Den Hydrauliktank habe ich jetzt da oben drauf geschraubt, aber eigentlich habe ich ihn bloß drauf gesteckt, bloß provisorisch. Der wird da an den Stutzen vom Kühler oder von der Wasserpumpe da drauf geschraubt zweimal. Dann habe ich mit dem Rohrlabyrinth einmal angenommen. Das war gar nicht so einfach, die da durch zum Futzeln. Da habe ich das Bohnenblech runtergenommen. Ich laufe jetzt da hinten rum, die Leitungen. Und da hinten an das Steuergerät hin. Die habe ich aber jetzt bloß einmal mit der Hand festgezogen, weil da muss ich zuerst die Hydraulikanschlüsse sauber machen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt dicht werden. Ich werde es jetzt einfach mal so probieren. Ich meine, vorher waren sie auch dicht und wenn sie ein bisschen schwitzen, ist auch nicht so schlimm. Als letztes werde ich mir jetzt dem Hintern da einmal widmen und die Oberlenker und die Unterlenker da mal hinstecken und schauen, ob da auch alle Teile dabei sind.
Heckhydraulik habe ich jetzt soweit hingemacht. Die Unterlenker sind dort. Den habe ich jetzt bloß draufgesteckt. Genauso wie die Oberlenker, die habe ich jetzt bloß draufgesteckt, weil da weiß ich nicht, ob die von der Position her passen. Ich weiß jetzt nicht, wo die Hydraulik momentan steht. Den Überrollbügel oder den Sturzbügel habe ich jetzt schon drauf gemacht. Und das ist jetzt auch das erste drum, was ich richtig festgeschraubt habe. Das sind da die Ketten da unten, die werden mit in die Halter vom Sturzbügel da unten festgeschraubt an die Achse. Die haben jetzt schon fest. Das ist jetzt wirklich das erste drum, was richtig fest ist. Da habe ich auch das Blech schon draufgeschraubt. Da ist die Aufnahme vom Oberlenker. Es kommt bei mir zwar relativ selten vor, aber heute ist so ein Tag, da habe ich so einen richtigen Frust. Ihr wisst, normalerweise bin ich ein ganz ruhiger Kerl, aber heute kannte ich. Und warum, das sage ich euch jetzt schnell. Ich habe mir ja vor kurzem eine neue Kamera gekauft, die DJI Osmo Action 3. Ich mache die Kamera wirklich gern, weil die hat da vorne ein Display, da sehe ich mich selber, da weiß ich, was ich aufnehme. Die hat kein so Zicken wie die GoPro, dass wenn es kalt ist, dass die einfach abschaltet oder einfach nicht mehr mag. Die Akkulaufzeit ist genial, nur das eine, was mich ein wenig stört an der Kamera, ist das Angestecke von dem Funkmikrofon. Jetzt, wenn man sich von DJI das originale Funkmikrofon kauft, dann hat man das Problem nicht, weil das passt da 1:1 drauf. Ich habe aber das Holyland LAG 150, das macht seine Arbeit auch super, aber das hat einen Klinkenausgang. Und die DJI hat nur einen USB-C-Eingang. Bei der GoPro gibt es da so einen Media-Mod, dass man auch mit Klinke da anstecken kann. Das kann man bei der DJI nicht. Da braucht man Adapterkabel dazu. Da haben wir erst eins bestellt. Das habt ihr im vorletzten Video mitgekriegt. Da habe ich auch schon ein bisschen Probleme mit dem Ton gehabt. Dann haben wir Kabel selber gebaut. Und das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Nur ich habe mir gedacht, die selber baute Lösung, weiß nicht, ob das so passt, wie ich das zusammengelegt habe. Nicht, dass da irgendwelche Störsignale gibt. Kaufst du einfach ein gutes Kabel. Und dann haben wir das Sennheiser-Kabel bestellt. Das kostet 30 Euro. Das ist ein USB-C-Kabel auf Klinke. Ich weiß nicht, was da 30 Euro wert ist an dem Kabel, aber ist ja wurscht. Sennheiser ist ein guter Hersteller, ich glaube sogar ein deutscher Hersteller. Darum haben wir das geleistet, das Kabel. Und seit dem Tag, wo ich das Kabel angesteckt habe, habe ich Probleme mit dem Ton. Aber nicht immer, sondern nur ab und zu. Das ist jetzt bis jetzt einmal vorgekommen. Die Aufnahme habe ich aber wiederholen können, da war es nicht so schlimm. Die Aufnahmen, die ich gestern gemacht habe, sind zur Hälfte unbrauchbar, weil da der Ton auch so schlecht ist. Ich blende es euch einmal schnell ein, wie sich das anhört, dass ihr mal eine Ahnung habt, warum ich halt so einen Frust habe. Übrigens ist es ein Hanomag R16 Typ A mit Speichenreifen, 2 Zylinder und 16 PS. Da waren jetzt einige Aufnahmen dabei, die wo ich so leicht nicht mehr wiederholen kann. Darum ist das bis jetzt alles ein wenig abgehackt im Video, weil da einige Aufnahmen dabei waren, wo der Ton einfach so schlecht war. Jetzt habe mir ich natürlich gedacht, das liegt an dem Sennheiser-Kabel, weil das war das letzte, was ich an der Kamera getauscht habe. Heute habe ich festgestellt, dass das doch nicht so ist. Ich bin anscheinend mit dem Mikrofon, was ich an Bord hängen habe, da geht ja das Kabel durchs Hemd durch und da an den Funksender hin. Mit dem Kabel bin ich anscheinend irgendwo hängen geblieben und dann hat es innen irgendeinen Draht abgerissen und der hat aber noch so viel Wackelkontakt gehabt, dass er ab und zu funktioniert hat und ab und zu nicht. Heute habe ich das ganze Mikrofonzeug angesteckt und da ist gar nichts mehr gegangen. Jetzt habe ich das Ersatzmikrofon geholt, stecke das an und jetzt geht es einwandfrei. Ich habe jetzt wieder das Sennheiser-Kabel dort. Jetzt schauen wir mal, ob es besser ist, weil wenn es jetzt wieder so ist, dann glaube ich, flippe ich richtig aus. Aber so viel zu dem Thema. Jetzt geht es weiter mit dem Hanomag. Was ich bis jetzt gemacht habe, ist, dass ich gestern das Luftleitblech da eingebaut habe. Das habe ich, glaube ich, teilweise retten können. Bloß ich habe nicht gezeigt, wie ich den Kühler komplett weggebaut habe und wie ich die ganze Halle da überschwemmt habe, weil da doch mehr Wasser drin war, als wie ich mir gedacht habe. Egal, das Luftleitblech ist jetzt drin. Ich war jetzt auch heute schon bei meinem Schmiedriem und habe mir für die Hydraulikpumpen einen Keilriemer geholt. Die Keilriemerscheiben, das ist ein richtig geniales Prinzip. Das ist wie eine Variomatikscheibe, die wo man auseinander drehen kann und wieder zusammendrehen kann. Dadurch entspannt man und spannt man den Keilriemer. Das ist eine richtig super Sache. Die Hydraulikpumpen ist jetzt fest. Die Hydraulikleitungen und die Hydraulikanschlüsse habe ich sauber gemacht und auch fest miteinander verschraubt. Den Hydraulikfütter, der ist da oben drin, oder den Hydraulikölfilter, den habe ich ausgebaut und sauber gemacht. Die ganzen Leitungen, auch da hinten, die habe ich jetzt alle fest verschraubt. Und ansonsten ist eigentlich seither nicht mehr viel passiert. Ich habe die Plusleitung, also das Anlasserkabel, mit rübergenommen. Das richten wir jetzt gerade her. Dann nehme ich noch ein Masseband und einen neuen Kühlerfrostschutz mit. Und wenn ich das geholt habe, dann sehen wir uns wieder. Jetzt bin ich wieder zurück von meiner Shoppingtour. Neue Plusleitung habe ich, neues Masseband habe ich. Das ist das alte Pluskabel.
Bevor ich aber die Plusleitung da jetzt einbaue, muss ich mich erst einmal um das Anlasserkabel kümmern, weil ich weiß nicht, was sie da dabei gedacht haben. Da haben sie das Plus in so einer Schlaufe gelegt und haben sie es damit auf den Magnetschalter draufgeschraubt. Da habe ich jetzt da so einen Krimpschuh, den krimpe ich jetzt da schnell drauf auf das Kabel und dann baue ich die Plusleitung ein. Damit ist jetzt eigentlich alles soweit fertig, damit ich die Heckhydraulik mal probieren kann. Ich werde jetzt ein bisschen Hydrauliköl in den Behälter einfüllen und dann müsste er auch besser anspringen, weil er jetzt einen richtig guten Kontakt zur Batterie hat. Das sehen wir aber gleich. Ich mache jetzt den Behälter einfach mal gut halb voll und dann sehen wir schon, ob man noch was brauchen oder ob es langt. Also dann probieren wir einmal. Ich habe jetzt da bloß so ein rosarotes Schnirl hergespannt, weil das Gaspedal momentan nicht verbaut ist und dann läuft die immer so hoch. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Ein bisschen vorklären. Ist schon lange. So, jetzt bin ich gespannt, was da passiert, wenn ich da hinten an den Hebel von der Heckhydraulik ziehe. Und normalerweise müsste das auf. Nein, das ist ab. Und jetzt das auf. Einwandfrei. Das ist einmal eine Technik. Über 70 Jahre alt. Oder fast 70 Jahre alt. Nein, über 70. Nein, fast 70. Fast 70 Jahre alt und funktioniert immer noch. Ja, perfekt. Und von den Oberlenker her ist auch richtig eingestellt. Das habe ich jetzt richtig da ran. Ja, der hebt aber hoch. Ja, jetzt geht es aber nicht mehr noch. Ja, schaut's los. Dieselhahn vergessen aufzudrehen. Da habe ich nämlich gestern am Tank rumgestiehlt, den habe ich ein wenig anheben müssen, dass ich da unten die Halterung neu machen habe können. Da habe ich den Dieselhahn zudreht, weil ich die Dieselleitung aufmachen habe müssen. Und ich habe mir gestern noch gedacht, schreib dir einen Zettel, damit du nicht vergisst, den Dieselhahn wieder aufzumachen. Zettel habe ich keinen geschrieben. Also, weiter geht's. Aber der Hanomag ist ja echt dankbar. Jetzt schauen wir mal, oder jetzt schaue ich mal, dass ich die Hydraulik wieder nach unten bringe. Scheiße. Okay. Dann will ich auch helfen. Ich glaube, die braucht noch ein bisschen Bewegung, damit die wieder in Schwung kommt. Machen wir auch eine Schiene hin. Das ist die Ackerschiene von Deutz, drum ist die grün.
umhängt es ein wenig. Aber ich glaube, da wenn er quick drum ist, dann geht's. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber gesehen habt ihr es mit Sicherheit. Die Heckhydraulik funktioniert und damit ist das Projekt gerettet. Jetzt liegt es bloß noch an mir und am Zusammenbauen von dem Bulldog. Die Hydraulikverschraubungen sind auch alle dicht. Also die da hinten sind dicht und die da vorne sind dicht. Das einzige, wo es ein wenig schwitzt, das ist da unten an der Stelle von der Hydraulikpumpe. Ich hole schnell Taschenlampen, dann kann ich es euch besser zeigen. Und zwar da unten unter den Verschraubungen der silberne Deckel, also der Alu-Deckel, es steht Zulauf daneben, oben ist der gleiche Deckel nochmal, da steht Ablauf. Der untere Deckel, der schwitzt ein wenig. Es ist nicht viel, aber es schwitzt ein wenig. Ich habe es vorher mit dem Bremsenreiniger schon mal weggewaschen und habe ihn dann nochmal ein wenig laufen lassen. Also es kommt wieder was raus, es ist nicht vom Einfüllen oder so, es schwitzt da definitiv. Ich weiß jetzt nicht, was das für Deckel ist und ob da Druck drauf ist. Vielleicht kennt sich da von euch jemand aus und kann mir sagen, was das für ein Deckel ist und wie man den wieder dicht kriegt. Weil ich glaube nicht, dass der verschraubt ist oder irgendwas. Das schaut eher aus wie so ein Blindstopsel. Vielleicht, wenn es jetzt schlimmer wären tat oder schlimmer war, tue ich ein bisschen eine Dichtmasse rum und schaue, wie es sich dann entwickelt. Wenn ein Druck drauf ist, bringt das natürlich nichts. Vielleicht kann man mit einem Körner das ein bisschen verkörnern, aber nicht, dass es noch schlimmer macht. Wenn von euch jemand dabei ist, der wo sich da auskennt mit so einer Hydraulikpumpen, schreibt es mir doch bitte unten in die Kommentare und sagt mir, was man da machen kann. Ich bin aber trotzdem zufriedener so. Nein, ich lasse ihn ein wenig schwitzen. Das ist nicht die einzige Stelle, wo er ein wenig schwitzt. Hauptsache die Hydraulik funktioniert. Bevor ich jetzt mit dem Zusammenbauen weitermache, werde ich erst einmal die ganzen Schmiernippe da unten von den ganzen Pedalen, von den ganzen Hebeln abschmieren, weil jetzt komme ich da nämlich sauber hin. Dazu werde ich heute das erste Mal den neuen Anschluss von meiner Fettpresse hernehmen. Den habe ich auch von Amazon Wunschlisten gekriegt. Ich habe leider den Namen vergessen, ich habe es nicht so mit den Namen. Aber heute werde ich den Deckel oder den Anschluss das erste Mal ausprobieren und schauen, ob der verspricht, was er hält. Weil die Schmiernippe, wenn er packt, die sind nämlich schon ja, ziemlich alt. Und ich glaube, dass da nicht mehr viel durchgeht normalerweise, aber durch das, dass das so verklemmt ist, kann es sein, dass es doch funktioniert. Jetzt probieren wir es einmal. Schmiernippe habe ich jetzt alle durch, soweit zumindest, wie ich es gefunden habe. Das Ding, das ist richtig gut. Ich weiß nicht mehr, wer es mir geschenkt hat, wie gesagt, aber nochmal herzlichen Dank, das ist richtig gut. Da brauchst du überhaupt nicht mehr darum kümmern, ob der jetzt gerade drum steckt, der zentriert sich selber. Runterrutschen, keine Chance und es geht immer ein Fett rein. Also das ist richtig gut, das kann ich bloß empfehlen. Ich glaube, man merkt gerade, wie ich mich frei. Einmal, weil es halt richtig gut läuft und einmal freut es mich unbändig, dass der Bulldog so gut läuft und dass da alles funktioniert. Mir ist gerade eingefallen, dass gestern eine Aufnahme kaputt gegangen ist, wo ich verzeiht habe, was das für ein Bulldog genau ist und wo wir den her haben und wie lange wir den schon haben. Dann hole ich das jetzt nochmal nach. Das ist ein Hanomag R16 Typ A, Baujahr 1955. Mein Vater hat den Bulldog irgendwann einmal dahergezogen, da war ich nur ein kleiner Bub, ich glaube, dass ich damals noch nicht einmal in der Schule war. Der wollte ihn unbedingt haben, weil die damals auf dem Hof, der erste Bulldog, was die gekriegt haben, das war eben der gleiche. Das war nicht der, aber der gleiche. Mein Vater ist in der Zeit groß geworden, da haben die mit den Ochsen gespannt noch rumgefahren und so ein Hanomag R16 war eben der erste Bulldog und den hat er sich irgendwann gewünscht, dass er so einen Bulldog wieder hat. Der Bulldog, der war so richtig schlecht beieinander. Den, glaube ich, hat er damals für 500 Mark aus irgendeinem Stall rausgezogen. Da war der Motorblock aufgefroren, das habe ich euch ja vorher schon gezeigt. Der hat anscheinend keinen Frostschutz drin gehabt über den Winter und dann ist der Block aufgefroren. Das ist aber richtig gut gemacht worden und der ganze Motor ist überholt worden und seitdem läuft der wie ein Kleckerl. Der hat den Bulldog, also mein Vater hat den Bulldog dann im Keller unten komplett zerlegt, alles sauber gemacht, weil da richtig dick der Dreck drauf war. Also das weiß ich noch, da kann ich mich noch erinnern, da hat es wochenlang nach Benzin und Diesel und Kaltreiniger gestunken bei uns im Haus. Nachdem der dann
zleckt und sauber gemacht war, ist er, glaube ich, mindestens 25 Jahre oder so bei uns im Keller drunten gestanden, da wo jetzt die Dreherei und Fräserei ist. Irgendwann hat er da unten raus müssen, wegen der Drehbank und weil wir unsere Motorräder da über den Winter immer runterstellen. Dann habe ich den ausgelagert zu einem von mir im Dorf in Stodeln rein. Da ist er dann nochmal 15 Jahre rumgestanden. Irgendwie ist mein Vater nie dazu gekommen, dass er das einmal angreift, das Projekt. Er hat immer gesagt, wenn er in der Rente einmal ist, dann greift er da an, aber irgendwie ist das nie was geworden. Den Stodel haben sie irgendwann weggerissen, also hat er dann da auch wieder raus müssen. Und ich war echt erstaunt, das war im Winter. Der Bulldog ist, also ich sage mal, mindestens 10 oder 12 Jahre in dem Stodel drin gestanden. Der hat nicht einmal 3 Umdrehungen gebraucht und dann ist der schon angesprungen und ist gelaufen. Und dann habe ich den wieder heimgeholt, dann ist er da unten in dem Kapuff drin gestanden und jetzt durch das Kartoffelprojekt, was wir heuer haben, habe ich gesagt, ich baue den jetzt wieder zusammen. Ich möchte ihn nicht restaurieren, das habe ich auch vorher schon gesagt. Ich möchte, dass man dem das Alter aussieht und auch aussieht, dass er was gearbeitet hat, weil hier und da ist selber was rumbastelt und da was nachgeschweißt mit Elektroden, also geschweißt, glaube ich, kann man da gar nicht sagen, ist eher rumpappt. Aber das darf man alles ruhig sehen, auch die ganzen Tullacken und die Schorer, mir gefällt das. Weil das, finde ich, ist Zeitgeschichte und da sieht man dem Bulldog einfach das Alter an. Ich tue nichts weg, so ein schöner, restaurierter Bulldog, so ein alter, hat auch was. Aber es ist für mich, mir gefällt sowas einfach nicht. Mir persönlich gefällt sowas einfach nicht so wie ein Bulldog im Originalzustand. Durch das, dass der nur einen originalen Lack hat, ist natürlich, oder war es natürlich ein Sinn, wenn ich den jetzt umlackiere. Ein Bulldog, der wo schon dreimal gestrichen worden ist und nicht mehr im Originalzustand ist, bei dem ist eh schon wurscht. Aber bei einem Bulldog, der im Originalzustand ist, mit Originallack, nein, sowas darf man nicht verhunzen. Darum lasse ich den auch so, ich baue ihn zusammen. Jetzt vorerst bleiben die Kotflügel auch so. Die Kotflügel haben eigentlich recht schlecht beieinander. Die haben da durchgerost und unten haben sie recht haudig beieinander. Der andere schaut auch nicht besser aus. Aber ich lasse die jetzt erst einmal so, weil das Bodenblech, das hält eigentlich das Ganze ein wenig zusammen und der Überrollbügel oder der Sturzbügel, der wird da auch nochmal festgeschraubt. Da drüben habe ich ihn schon festgeschraubt ein wenig. Der hält das auch ein wenig, also lasse ich das erst einmal so. Und genau um das werde ich mir jetzt als nächstes kümmern. Ich werde jetzt das Bodenblech da drüben wieder einbauen. Dann muss ich auch den Handbremshebel hinbauen. Das ist ein wenig ein Gefuzzle, das da durchzubringen. Das mache ich jetzt schnell und dann schauen wir uns an, wie es weitergeht. Jetzt hätte ich fast was vergessen. Ich wollte nämlich das Gaspedal, das ist da so dort, warte mal, wie rum müssen, so rum, das ist da so dort, da ist da ein Bolzen durch, wo das dann wie so ein Chanel da drauf läuft und den wollte ich nämlich noch austauschen, das habe ich jetzt noch gemacht, oder da bin ich gerade dabei, so hat der Bolzen ausgeschaut, der da drin war, man kennt eben die fast 70 Jahre schon an, würde ich sagen, der ist nicht mehr rund, der ist schon eckig, ich habe jetzt einfach einen neuen Bolzen hergekriegt. Das Lustige ist, der hat auf der einen Seite, also das Blech, wo das Gaspedal drin ist, das hat auf der Seite ein 8er-Loch und auf der Seite ein 6er-Loch. Darum habe ich jetzt einfach eine 8er-Schraube genommen, habe die da vorne auf 6 mm runterdraht und da 6 mm Quint drauf geschnitten. Eine Ewigkeit später. Wie heißt das Sprichwort? Man soll den Tag nicht vom Abend loben. Ja, es liegt wahrscheinlich doch am Kabel. Macht aber jetzt nichts. Ich habe gestern Testaufnahmen gemacht mit meinem selber gebauten Kabel. So waren die 25 Stück, bloß so kurze Schnipsel,
damit ich sehe, ob es wirklich an dem Kabel liegt. Und es ist wirklich so. Bei den Testaufnahmen gestern war kein einziger dabei, wo der Ton so verzerrt war. Da der Ton aber mit dem selber gebauten Kabel ein wenig fad ist, sage ich mal, habe ich mir jetzt nochmal eins bestellt, ein anderes. Und mit dem habe ich jetzt heute auch schon Testaufnahmen gemacht und mit dem scheint es jetzt auch zu funktionieren. Ich finde es zwar komisch, weil was ist da an einem USB-C auf Klinke-Kabel so unterschiedlich, ist aber wurscht, mit dem Kabel funktioniert es jetzt. Jetzt schauen wir mal, was ich bisher jetzt alles schon gemacht habe. Das letzte, was ihr jetzt gesehen habt, war, dass ich das Bohnblech eingebaut habe. Jetzt habe ich da unten schon den Handbremshebel angeschlossen und da hinten die Differentialspur eingehängt. Dann habe ich jetzt das Gasgestänge da neu gemacht, weil das Stange, was da drüber war, das ist da auch schon ganz schön eingelaufen. Das glaube ich, das hätte nicht mehr lange gehalten. Das ist auf der einen Seite, schaut es so aus, und auf der anderen Seite ist auch nicht recht viel besser. Da ist das auch schon so eingelaufen. Möchte man nicht glauben, was da in knapp 70 Jahren an so einem Metall an Verschleiß ist. Jetzt habe ich ja gesehen vorher, dass das da auch total eingeschliffen ist. Ich hoffe, dass man es auf der Kamera sieht da ein wenig. Dann habe ich mir gedacht, wo kommt denn das her? Es ist nämlich da an der Hydraulikleitung angegangen. Und da sieht man auch, dass da schon mal was nachgeleitet haben, weil das da anscheinend die Hydraulikleitung durchgeschliffen hat. Ich habe die Stange da jetzt so gebogen, dass das da nicht mehr ansteht. Ich habe den Überrollbügel jetzt schon am Kotflügel festgeschraubt. Jetzt wackelt der ganze Bulldach, wenn man am Kotflügel wackelt. Also das passt jetzt auch. Jetzt als nächstes werde ich mal den Sitz in Angriff nehmen, weil ich weiß nicht, ob man es da kennt auf der Kamera, aber der Sitz, der hängt richtig nach rechts. Kann es mir aber nicht erklären, weil am Bulldach ist er gerade. Das ist da irgendwie das Teil da dazwischen. Da ist irgendwo ein Problem. Ich habe aber nichts gesehen, dass da irgendwas verbogen ist. Jetzt werde ich die ganze Mechanik da mal runterbauen und auseinanderbauen und mir das einmal genau anschauen. Wenn das dann erledigt ist, geht es vorn weiter. Heißt Motorhaube, Seitenbleche, Frontmasken, Scheinwerfer und so ein Zeug. Die seht ihr aber nicht mehr jetzt, denn eine halbe Stunde Vespa-Bäder ist für die Woche rum. Nächste Woche geht es nahtlos weiter mit dem Hanomag. Bis dahin hätte ich gesagt, seid fleißig und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, basteln mit dem Bäder. Für's euch.